Hallo liebe Leute, und weiter geht die Itemsuche bei Metroid Fusion, mittlerweile in Sektor 3, wo wir alles auskundschaften wollen und gucken wollen, was wir hier noch alles erhalten können. Wird wahrscheinlich nicht wenig sein, aber wir werden mal schauen, wie weit wir damit kommen, wie viel Erfolg wir haben, wie viele Wege wir dafür freisprengen müssen. Es wird eine Qual. Aber trotzdem werden wir versuchen, die Augen offen zu halten. So, jetzt will ich mal was schauen, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Okay, hier gibt's nichts zu finden. Das sah jetzt eigentlich auch ein bisschen verdächtig aus da links, aber ich denke mal, man kommt da auch irgendwie hin. Müssen wir nur gucken, wo der Weg dafür ist. Aber wir haben immer noch diese tolle Musik als Hintergrundmusik und nicht mehr diese Sektorenmusik. Was eigentlich auch ein bisschen schade ist, weil die Sektorenlieder sind eigentlich auch schon sehr passend und so. Jetzt muss ich wirklich gucken. Nein, hier gibt's nichts. Okay, also nach oben können wir wohl nicht. Wie sieht's aus, wenn ich hier was setze? Auch nichts Geheimes. Okay. Sollte ich vielleicht nochmal oben gucken? Also ich vermute wirklich, da könnte was versteckt sein. Das sieht nämlich so verdächtig aus. In meinen Augen. So. Dann schauen wir mal, wie weit ich jetzt... Das war dumm, die Raketen abzufeuern. Ich glaube, hiermit werde ich auch nicht viel Erfolg haben. Denn es ist so wie... Boah, bei Sektor 1 sowas Gemeines. Okay, also hier ist absolut nichts, wie es aussieht gerade. Nee, hier gibt's echt nichts in den Weg rein. Okay, soweit so gut. Das hier sieht mir auch ein bisschen verdächtig aus. Ja, sehr verdächtig. Das wird auch sehr interessant umzusetzen. So, da muss ich nur gucken, dass ich genug Anlauf kriegen kann. Sprich, erstmal die Gegner hier beseitigen. Die stören mich ungemein. So. Okay, einmal kurz überlegen. Na, Mitch. Das war zu lange überlegt. So, okay, dann würde ich sagen, Anlauf. Na, Mitch, Samus, Anlauf. Scheiße. So. Dann komm, hoffen wir mal, dass es klappt. Na, so schnell kann ich nicht reagieren. Scheiße. Muss man ja richtig genau drücken. Aber gut, das kriege ich auch noch hin. So, gib mir aber erstmal das X. Das war nix. Ja, gib mir das X, das war nix. Wort mit X, war wohl nix. Passt wohl eher. Gut, auf ein neues. Scheiße, das war sehr dumm. Aber das abzupassen, das wird... Boah. Wenn ich das hinkriege, dann... Ist das echt schon krass. So. Ich glaube zwar nicht, dass ich es hinkriege. Gehe immer zu weit. Okay, auf ein neues. Enttäusch mich nicht, Samus. Wir kriegen das hin. Und... Jetzt! Nein, das war zu hoch. Okay. Dann schaffe ich es, den Moment abzupassen und dann drücke ich zu lange. Oh Gott. Ich hatte diesen Sektor jetzt schon, was die... Sachen angeht. Okay. Jetzt noch einmal, aber diesmal vorsichtiger. Ach ja, schon wieder. Ich hasse diesen Controller gerade. So, und jetzt. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Oh Mann. Das ist nicht echt eine Bestrafung, das zu schaffen. Also, wie gesagt, wenn ich das hinkriegen sollte, dann wäre es echt ein Wunder. Ich hau ab. So, jetzt aber. Ich krieg's nicht hin. Moment, jetzt muss ich erst nochmal gucken, wie das nochmal genau gebaut ist. Ich muss also da oben mit erwischen. Okay. War der Gedanke also schon mal soweit richtig? Muss ich nur noch wirklich bei der Umsetzung alles hinkriegen, aber wenn das so weitergeht, wird das echt schwer. So. Okay, Samus. Versuchen wir es nochmal. Das war scheiße. Das war nämlich wieder unnötig abgebremst. So. Nimm dies. Du kriegst den hinterher. Okay.
Ich weiß nicht, wie lange ich hier an dieses Geheimnis noch sitzen werde, aber das macht mir gerade echt schon Probleme. Wahnsinn. Ja, warum bleibt... toll. Das ist echt scheiße. Ich glaube, ich werde gleich wirklich nach dieser Aufnahme gucken, dass ich den Controller wechsle, weil ich habe keinen Bock, mir hier noch einen Ast abzuackern. Wegen diesem Steuerkreuz hier. So. Wenn das jetzt nicht klappt. Na also! Auch nicht gleich so! Okay, was haben wir jetzt hier? Okay, da oben ist der Weg. Für einen Bomben... Powerbomb-Container. Puh, meine Güte, Leute. Wir haben es aber immerhin hingekriegt, das nächste Geheimnis zu finden. Auch wenn es wirklich jetzt ätzend war. Oh Mann, da habe ich jetzt echt die meiste Zeit gebraucht in diesem Sektor bisher. So, noch einmal die Karte. Okay, ich würde sagen, wir schauen erstmal, ob wir die Geheimwege zu den anderen Sektoren finden. Also zu den anderen Sektoren. Ich würde mal sagen, wir schauen erstmal hier. Ob wir hier das Glück haben. Okay, hier haben wir gar nichts. Hier könnt ihr nochmal meine Powerbomben-Vorräte auffrischen. Das mache ich jetzt erstmal. So. Habe ich wenigstens 32 jetzt. Okay, das heißt hier schon mal nix. Ja gut, ich sehe es auch schon, wo es ist. Muss ich nur noch gucken, dass ich da hinkomme. Deswegen würde ich sagen, gehe ich erstmal... Ja, ich muss irgendwie da links auf jeden Fall rüber. Dann gehe ich erstmal hier oben lang. Dann können wir auch gleich gucken, obwohl ich glaube kaum, dass hier irgendwas versteckt ist. Wenn hier oben... Ich kann hier wenigstens gemütlich rüber lang gehen. Dann kann die jetzt hier gar nichts mehr ab. Ist schon mal sehr schön gerade. Im Prinzip hätte ich mir das hier auch aufheben können, wenn man das so überlegt. So, dann muss hier also irgendwas wohl versteckt sein noch. Okay. Warum habe ich das... Okay, wahrscheinlich weil ich nicht die nötigen Dinge hatte oder weil ich einfach nicht schlau genug war. Hier kann man ja alles frei machen, okay. Moment, das brauche ich hierfür wahrscheinlich Anlauf. Tatsache, und hier könnte man mit Screw Attack in den nächsten Sektor... Ach genau, jetzt weiß ich es wieder. Da kam ich von Sektor 5, also aus dem NOC-Sektor. Und da fehlte mir der Screw Attack noch. So. Okay, ich muss auf jeden Fall erstmal Anlauf holen. Ich muss erstmal hier wieder raus. Weil vorher geht das nicht, jetzt wo ich den Weg nach unten frei gemacht habe. So. Okay, auf geht's. Okay, ich muss diesen Weg hier auf jeden Fall frei machen. So, jetzt aber halt. Anlauf reicht auf jeden Fall. Gut, versuchen wir's. Nein, so geht's nicht. Okay. Und noch einmal. Ich habe zu spät nach unten gedrückt. Oh Gott. Es wird ja auch wieder was. Los, Samus. Und auf geht's. Ein Energietank. Das ist also der letzte Energietank, den es jetzt hier zu finden gibt. Gut, Leute. Wir haben maximale Energie jetzt. Wow. Und das ist jetzt echt schon... Ah, nee. Da oben geht's weiter. Okay, dann ist das auch noch nicht maximale Energie. Heilige Scheiße. Wie viel gibt's denn da noch? 1, 2, 3, 4, 5... Ach, du Heilige. So viel Energie hatte ich noch nie in diesem Spiel, also wenn ich das voll kriege. Heilige Mutter Maria Gottes. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Also hier ist sonst soweit alles wohl gefunden. Toll. Wozu haben die das dann hier also gebaut? Wahrscheinlich aus Langeweile oder so. Eine andere Vorstellung habe ich dafür nicht. Zumindest ergibt dieser Bau nicht allzu viel Sinn. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Wenn ich zum nächsten Sektor will, weiß ich, wo ich hin muss. Am besten wäre es ja, wenn ich ein Video für... Oder einen Sektor für ein... Ach, Mann. Pro Sektor ein Video mache, aber... Ich mache das lieber so, dass ich es noch im 15-Minuten-Rahmen halte. So, da könnte ich vielleicht auch nochmal gucken. So, wollen wir mal schauen, ob es hier unten was gibt? Ich glaube nicht, aber... Also hier geht es auf jeden Fall nicht nach unten, da geht es nur nach links. Ich könnte aber gucken, ob ich damit vielleicht auch noch Erfolg habe. So, deswegen einmal den Weg freimachen. Und
Weg mit der Mauer! Oh, scheiße. Okay, hier ist nur dieses Teil und... Okay. Da ist nur die... Ebene... Moment, welche Ebene war das? Verdammt. Die Ebene... Ebene 2 Schleuse, genau. War die grüne. So. Ah ja, hier geht's weiter, okay. Warum habe ich... Achso, das Ding habe ich schon, okay. Na toll, ich habe jetzt was anderes hier erwartet. Moment. Hier ist sonst nichts weiter. So ein Mist. Gut, dann war dieser Weg quasi umsonst. Ja toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück wahrscheinlich. Obwohl, ich könnte noch einen Weg zurückfinden. Egal, ich versuche es jetzt mal mit Anlauf. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, erstmal den Sprung hinkriegen. Das ist das was. Okay. Vergessen wir es, Leute. Ich glaube, ich bin jetzt auf ewig dazu verdammt, hier eingesperrt zu sein. Nein. Spaß beiseite. So. Okay, ich muss euch also beseitigen. Warum verschieße ich eigentlich meine Raketen? Ich habe doch den Screw Attack. Ah, ich vergesse das immer. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Wir sind wieder im Freien. So. Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal nach unten. Da gibt es auch noch einiges, was ich noch finden könnte, glaube ich. So. Wenigstens können wir es jetzt auf der bequemen Art und Weise machen, wobei... Hier brauche ich wieder Anlauf. Dass man hier so viel mit Anlauf machen muss... Naja, die haben sich wohl schon was dabei gedacht. Okay, und noch einmal. Jetzt geht's abwärts. Okay. So, hier links war sonst nichts, oder? Ich gucke sicherheitshalber nochmal. Doch, hier ist noch was. Okay. Wow! So, hier gibt's noch mehr Powerbomben. Sofort mitnehmen. Sehr schön, wir haben noch ein Geheimnis gefunden. Das ist doch praktisch, finde ich, dass das so gut läuft gerade. Okay. Oh Gott, das hier sieht mir auch alles so aus, als könnte man hier irgendwo noch einen Weg nach rechts finden. Okay, oder auch nicht. Naja, zumindest sieht es hier gerade nicht so aus. Also hier nach rechts könnte ich auf jeden Fall nicht mehr. So, ein Mist aber auch, ne? So. Wie sieht es hier aus? Gibt es hier irgendwas Geheimes noch? Man muss hier wirklich jeden Winkel auskundschaften, wenn man was finden will. Deswegen versuche ich jetzt einfach auf gut Glück. In der Hoffnung, dass es wirklich was bringt. Aber bisher sieht es echt mager aus. Wobei, könnte hier vielleicht noch irgendwas Verstecktes sein. Probieren wir es mal. Tatsache. Okay, oh Gott, hier ist noch ein großer geheimer Raum. Heilige Scheiße. Oh ja, gut, hier hätte ich mit, hier hätte ich sowieso nicht allzu viel ausrichten können, sehe ich gerade. Zumindest nicht ohne die nötigen Sachen. Okay. Ach du Scheiße, hier gibt's aber viel. Und darunter auch ein Energietank. Mehr Energie. Und dann wird der allerletzte Kampf hier in diesem Spiel wirklich eine Lachnummer. Nicht nur der allerletzte. Okay. Ist das alles, was man hier kriegen kann, oder... Schauen wir mal, ob es hier noch was gibt. Tatsache, hier kann ich auch noch weiter. Okay, jetzt wird's aber echt übertrieben. Das hier sieht mir jetzt aber echt sehr komisch aus. Wo geht's lang? Nach oben wahrscheinlich, aber... Ich brauche Anlauf, okay? Das vermasse ich doch wahrscheinlich eh wieder. Moment, hier muss ich genau so. Der Weg ist frei. Und dann muss ich jetzt nur noch Anlauf nehmen. Dann komme ich da auch vernünftig dran. Also Samus, ducken! Und auf geht's! Es gibt Powerbomb, okay, sehr schön. Das geht aber ganz weit hoch. Ah, da gibt's auch was. Okay. Das will ich mir jetzt aber auch noch holen. Noch mehr Powerbomb, okay. Schauen wir mal, wie wir da drin kommen. Ach so. Okay, auch sehr interessant. So. Wäre das jetzt alles sonst soweit hier? Na, mehr gibt's scheinbar echt nicht. Okay, aber eine Sache will ich noch gucken, bevor ich da oben in den Weg gehe. Das ergibt aber voll keinen Sinn, dass hier, naja, unsichtbare Mauern sind. Moment. Da versuche ich jetzt Trick 17. Okay.
Ne, dieser Raum ist einfach nur Deko. Toll. Echt toll gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch nichts. Nö. Na klasse. Okay, dieser Weg war umsonst. Dann können wir jetzt gemütlich nach oben gehen. Also lassen wir uns ein bisschen Zeit, weil es jetzt gerade nicht schneller geht. So. Dann hoffe ich mal, dass hier auch noch was Nettes rumliegt. Okay. Hier haben wir wieder Gegner am Hals. Das ist wahrscheinlich nur so eine Art Geheimweg, den wir hier auskundschaften können. Okay, warum habe ich das hier nicht... Was hätte ich hierfür gebraucht? Wahrscheinlich Screw Attack. Yup. Okay. Dann hätten wir diesen Sektor auch fast durch. Also, ich habe auf jeden Fall schon einiges hier gefunden. Das finde ich schon mal gut. Was ich auf jeden Fall noch gucken müsste, wäre da unten die noch nicht ausgekundschaften Plätze. Naja, immerhin etwas. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beende ich das Video hier erstmal. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass wir Sektor 3 soweit absolvieren. Dass wir dann den nächsten Sektor aufsuchen können. Mal gucken, wie weit wir hier noch mit der eigenen Suche kommen. Also ich habe ja echt schon einiges gefunden. Ich bin schon stolz drauf soweit. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter mit der Suche in Sektor 3. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.